Das Spiel Hamburg Towers, Kirchheim Knights, 67-75 für die Kirchheim Knights. Also erstmal Glückwunsch an den Gästecoach Michael May. Okay, sprechen wir Deutsch oder Englisch? Naja, beide. Englisch ist ein bisschen okay, besser. So Deutsch ist nicht so gut. Das ist your statement for the game. For the game. Yeah. First of all, congratulations to Hamburg. In my opinion, they outplayed us. The whole game, they played harder, and the coach had a great game plan, and it worked. I'm not sure how we won that game, to be honest. We made some big shots down the stretch, and sometimes that's just how it goes. You know, you can play better than the other team, and they make a couple shots, and in the end, and that's it. I was proud of my team's resolve. They didn't get frustrated when we went down, especially in the third and fourth quarter. There was a couple big runs from Hamburg, and the guys stayed together. They kept working. So I'm proud of their resolve and the character they showed. I think a big part of it, we out-rebounded Hamburg in the second half, 8-4, I think. Offensively, for us, that's always a big point. And both teams had turnover problems tonight. So we were fortunate that we weren't the only team with turnover problems tonight. I think that in the end, that's, I want to just say a great job to coach for a great game. We were fortunate down the stretch, but I'm proud of my guys for their fight, and their resolve. Okay. Gibt's Fragen an den Gästecoach? Thank you, Mike, for the nice words. Dankeschön. Ja, es ist eine bittere Niederlage. Vor allem, weil wir, denke ich, in der zweiten Halbzeit eigentlich viel Energie gespielt haben. Viele freie Würfe kreiert haben. Nichtsdestotrotz hat, denke ich, in den letzten 8-9 Minuten Richie Williams das Spiel übernommen und sehr gute, besser gesagt, Big Plays gemacht, wie Coach es gerade gesagt hat. Und auch schwierige Würfe getroffen. Das waren nicht alles einfache Korbleger oder so, aber er hat nötige Würfe getroffen, gute Pässe gespielt, die dann auch dementsprechend abgeschlossen wurden. Und das hat bei uns gefehlt. In den letzten 7-8 Minuten hatten wir weniger Führung auf dem Feld als Kirchheim das hatte. Und das war am Ende letztendlich mit ein Grund, warum wir das Spiel verloren haben. Okay. Ja, Fragen? Dann haben wir überhaupt den Gästen durch. Am Anfang sehr gut verteidigt, ihr habt Zonen gespielt und habt damit, glaube ich, Kirchheim ein bisschen überrascht. Wurde auch schon gesagt, ein guter Gameplan von euch. Was war dann am Ende für dich auch der Unterschied, dass Richie Williams da seine Aktionen doch machen konnte gegen euch? Ist das einfach die Klasse als ich meine? Er war jetzt ein guter Spieler. Ich denke, unser Plan, wie wir ihn verteilt haben, war jetzt auch nicht so verkehrt. Also es waren viele lange Zweier dabei, right? A lot of long twos, Richie. Huh? Hey, das sind die schwierigsten Würfe im Basketball, ne? Oder? Huh? Das ist ein toughes Shot, das ist so. Du hast die langen Zweier aus dem Dribbling, das ist das, was du als irgendwas musst du weggeben. Du kannst nicht sagen, ja, er darf kein Rennen schießen, kein Korbleger, irgendwas gibt, ja, sind ja auch nicht ein guter Basketballspieler. Und er hat viele lange Zweier getroffen und tja, das ist manchmal so. Ne? Und ich weiß gar nicht, wie viele Dreier wieder neben geworfen haben, wo Leute ganz frei waren. Aber nochmal, Kirchheim hat mit sehr, sehr viel Energie gespielt. Das ist sicherlich, andere Mannschaften wären nicht untergegangen in der Phase, wo das Publikum laut wurde und wir unsere Läufe hatten. Und das ist halt auch ein Zeichen einer Mannschaft aus, die jetzt auf dem dritten Tabellenplatz steht und immer wieder es schafft, so eine Spiele zu gewinnen. Das ist auch eine Frage von Qualität und von gutem Coaching und einer guten Struktur in der Mannschaft. Punkt. Das muss man auch einfach anerkennen und den Gegner dann auch Respekt zu haben. Sie haben euch euer Lieblingsgefühl? Ja, das ist die Story der Saison. Wir haben kein Spiel gehabt, wo wir vollzählig waren. Ich hoffe, das wird sich irgendwann mal ändern, ja, aber noch 8 Spiele oder 7.
sieben Spiele, Toni wird so die ganze Woche nicht trainieren können. Das ist, wie es ist. Da hätte uns Williams heute geholfen, bestimmt, aber das ist das Leben, können wir uns nicht anders aussuchen. Und dann konnte Luis heute seine ersten Minuten schnuppern. Ich denke, das war auch ganz schön und das ist wichtig fürs Programm. Und ich hoffe, dass wir ihn öfter aufs Spielfeld sehen. Hatte John eine Zerrung? Oder, ja, eine kleine Oberschenkelverletzung, klar, man hätte das wirklich sich durchschleppen, aber die Gefahr ist dann groß, dass es langfristig wird und wir hoffen, dass er bitte nächste Woche wieder richtig einsteigen kann. Ihr hattet unter der Woche eine schlimme Nachricht mit Kai Gauser. Wie sehr hat das die Mannschaft vorher jetzt noch beschäftigt? Wie hat das eine Rolle gespielt? Wie seid ihr damit umgegangen? Es war kurz ein Thema, es ist natürlich immer noch ein Thema in den Köpfen der Spieler, weil wir thematisieren das jetzt nicht jeden Tag. Und wir haben Kai gesprochen, jetzt vor zwei Tagen länger, die mir auch erstmal auf mich in Ruhe gelassen. Marvin war der erste und intensivste Ansprechpartner. Dafür haben wir auch ganz bewusst so entschieden, dass eine Person mit ihm in Kontakt steht und nicht 10 Leute bei ihm anrufen. Und Kai soll auch Abstand haben von der ganzen Sache jetzt, auch von uns. Ich habe ihm auch gesagt, ich möchte gar nicht, dass er zum Spiel kommt und auch erstmal nicht zum Training kommt, dass er für sich Kraft tanken kann und Ruhe findet. Und dann werden wir in zwei Wochen sicherlich mit ihm nochmal uns austauschen und aber das war jetzt kein Thema heute im Spiel. Mhm.